Und damit, Leute, heiße ich euch herzlich willkommen zu Super Mario Maker 2, welches ich schon mehrmals gestreamt habe auf meinem YouTube-Channel. Oder auch auf Twitch, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Ja, da spiele ich mich eure User-Level und baue manchmal auch selber Level im Stream. Aber heute könnt ihr es am Titel sehen, heute spielen wir nicht ganz normal User-Level. Heute spielen wir was ganz Besonderes, was Neues im Spiel. Und ihr seht es auch gerade, ich kann in diesem Spiel sogar andere Charaktere sein. Ich kann Luigi sein, ich kann Toad sein, ich kann Toadette sein und natürlich Mario. Ist ja ganz klar. Und ja, heute spielen wir nicht den Speicherbot, nicht Levels, sondern wir spielen den Abenteuermodus. Da war ich noch nie, ich weiß gar nichts darüber, außer das, was man im Trailer gesehen hat. Deshalb ist das alles neu, deshalb bin ich jetzt ruhig. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Alles nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Juhu! Oh nein! Ein Reset-Knopf! Huch, welcher Halodri hat denn die Reset-Rakete herumliegen lassen? Ich weiß nicht! Die ist bei ganz bestimmt nicht! Es war der Underdog. Oh. Das ist eh mein Lieblingscharakter, der Underdog. Was ist los, Kleiner? Was riechst du da? Was? Na, was machst du? Wow. Nach den Ereignissen von Super Mario Run ist also das hier Shears neue Mitteilungen. Na, die gucke ich mir später privat an. Deshalb mag ich Katzen lieber. Oh, Scheiß. Ich liebe diese Intro-Sequenz. Ich kenne das alles gar nicht, by the way. Das ist alles neu. So, anscheinend kann ich mich hier bewegen. Wie cool. Na, meine Freunde. Ein Wuff? Der checkt natürlich gar nichts. Ist nur ein Hund. Der checkt natürlich gar nicht, was er gemacht hat. Wuff! Was ist los bei dir? Oh, da wollte ich nur umdrehen. Okay. Kann ich einfach nach links? Irgendwie? Ui. Okay, an die komme ich nicht dran. Das finde ich nicht so nett. Was ist das hier? Hallo? Okay. Ja, ich erkunde ein wenig. Ah, ich kann gedrückt halten und so rennen. Hi? Nichts? Okay, cool. Wuff! Warte, ich muss kurz meine Übersetzer rein tun. Ah ja. Ja, ich habe was falsch gemacht. Oh, das waren die falschen Übersetzer. Die Stimme war nicht so gut. Die müssen wir nochmal machen. Ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hier. Yeah. Ich glaube das alles nicht. Was jetzt? Oh, deshalb mag ich ganz lieber. Ich weiß es aber nicht. Ey, nicht ihr Schlammelarbeit! Aufwachen! Hey, selbst wann wacht er nicht auf, ey? Diese Retro-Blöcke. Das sind 10 Münzen! Ey, nein, ich will die 10 Münzen! Ich will die Star-Gold! Nein, halt nicht. Ich mag die aber, die ist cool. Man kann die so rumbewegen. Für die Leute, die zu faul sind, sich ein kostenloses Super Mario Run zu holen auf dem Handy. Aber es ist auch eine große Datei, von daher ist das hier, denke ich, eine gute Alternative. So. Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles nochmal neu bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Fillmore, ich regel das. Du willst zwei Münzen von sammeln? Das wäre natürlich mal eine Maßnahme, aber ja, warum nicht? Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch mal Vorarbeiter Toad. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge
Zuschustern, wer sagt denn sowas? Bei denen du Münzen verdienen kannst. Okay, guten Tag. Aber bist du wieder happy? Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgehört, was du mit der Bauleiterin gesprochen hast. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt, die damit verdienten Münzen haben den Bau von Prinzessenspielschloss finanziert. Warum liegt das eigentlich hier so mitten im Nirgendwo? Warum gibt es hier nur noch links und rechts? Das ist so seltsam. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, seht ihr mal diesen Auftrag von Goomba-Fan an. Goomba-Fan. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht so viele Fragen, solange die Münzen da springen. Weißt du, was ich meine? Ah ja. Es geht abwärts, ist unser erster Auftrag. Schwierigkeit nur ein Stern. Von Goomba-Fan. Ich hab einen Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp. Wenn es bergab geht, bewege den Stick nach unten, dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Toller Fan. Viel Spaß da draußen. Jaho! Schon mal sehr interessant, das Storyboard. Ach, nimm jetzt, ich mein Pilz. Bam! Alle auf den Goomba-Fan. Ah, hier war sogar. Warte, ist hier irgendwas? Nö. Doch, doch, lol, ich wusste es. Das war so seltsam, dass hier so ein unsichtbarer Block in der Mitte ist und dann war da einfach gar nichts. Muss ja irgendwas sein, es sind Münzen. Ein paar Bonusmünzen kann ich mir verdienen hier. Aber die Idee von dem Story Mode finde ich besser ganz cool. Oh, dieses Babyface. Oh nein. Stream auch, by the way, sehr, sehr oft. Ja, halt öfters. Mario Maker. Wenn ich das mal nicht auf YouTube streame, weil ich schon was hochgeladen habe, oder weil ich habe wirklich Bock, das zu spielen, dann mit euch, dann streame ich auch meistens mal auf Twitch. Ich habe auch einen Discord-Server und einen Twitter-Server. Twitter-Server, genau. Ich habe einen Twitter-Account und einen Discord-Server suchen, genau. So, One-Up, okay, warum nicht? Ich muss erstmal so noch so ein wenig reinkommen in diesen Story-Mode. Das ist mir noch so etwas neu. Hä, wo habe ich jetzt den Stern? Okay. Ich habe einfach so Stern-Power, cool. Oh ja. Yeah. Bam, 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 bam. One-Ups. Anscheinend kann ich hier so viele One-Ups haben, wie ich will. Anscheinend ist das egal für das Spiel. Als ob ich da hochkomme. Nee, die zwei Münzen, da kacke ich jetzt drauf. Tut mir leid, Leute. Da kacke ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Ah, da kann ich ja nicht runter. Ja, da kann ich runter. Dann wird's alle munter. Dann gibt's hier aufs Mull. Tschum. Ich wollte nach oben. Dankeschön. Hat das schon cool gemacht. Irgendwie ist das wie ein richtiges Mario-Game. Wisst ihr, was ich meine? Und das war's. Oh yeah, Mario Dam. Weiß nicht, kann man den Charakter nicht wechseln oder muss man mit Mario spielen, Story Mode? Mir wäre es egal, ich meine nur. Krass. 168 Münzen für den Anfang ist doch gut. Bring deine gesammelten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Alright. Legen wir das Fundament. Okay. Da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten, du hast bestimmt schon einen Batzen Münzen verdient. Ja. Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Ah ja, immer auf die Jungs. Nee, Fundament. Kann der Bau beginnen? Ja. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Jum. Cool. Nice. Die Arbeiten am Fundament sind damit im Gange. Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge. Wir liegen hier in der Zwischenzeit nicht auf der faulen Haut und so. Wir machen Sachen so, ja. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht es hier voran. Ah ja. Die Story ist mal wieder eh und je genauso lame wie sonst auch immer. Anstatt dass mal das Peach entführt wird, ist der Hund aus Versehen auf den Raketenblock gekommen. Super. Aber wir wissen alle, dass er auf Raketen steht. Wortwörtlich. Der reitet eine Rakete, der Typ, der Hund hier, der reitet eine Rakete. Wuff, wuff, wuff.
Wo ist denn der Knopf hin? Ich will noch mal drauf drücken. Seht ihr? Ah, cool. Aber hier werden irgendwie Toadhäuser oder so gebaut. Interessant. Es gibt drei neue Aufträge. Was, so schnell? Ich habe ein paar neue Aufträge für dich machen, aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah. Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber im Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Ah ja. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Will ich eventuell aber nicht benutzen. Neun Aufträge. Das ist doch cool. Ein Ausschalter. Feldforschung. Der Ein-Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung. Schwarze Magie. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Von Dr. Wunderlich. Ich habe natürlich auch selber ein Auslevel gemacht. Ich habe allgemein selber Level gebaut. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Meine Baumeister, die ist unten in der Beschreibung. Und ja. Ah, das hat man noch im Trailer gesehen. Ich werde nicht über die Neuerungen von Mario Maker 2 eingehen. Nur so erstmal im Vorfeld. Weil es gibt so viel Neues. Zum Beispiel diesen geilen Film. Den fand ich so krass. Der ist einfach episch. Yes, 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 yes. Bam, 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 bam. Tschüss mit euch, wenn. Die Ränder pflanzen können nichts. Oh, ein Checkpoint. Da kommt nichts raus, doch. Ich wollte gerade sagen. Oh nein! Ich will One-Up haben. Ich will cool sein. Der bringt mir zwar. Oder bringt dir irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich habe ihn. Cool. Weil jetzt habe ich wieder null One-Up. Also wieder all meine One-Ups, die ich vorhin hatte, verloren. Wisst ihr, was ich meine? Nice, cool. Das finde ich echt cool. Sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe sowas naht gemacht. Und natürlich kann ich sowas, weil ich auch selber so ein Level gebaut habe. Du kommst her. Let's go. Armin wins a ball. And you can't touch me. Ah, das war's. Okay. Ja, die Lyrics werden eh nicht besser ausgegangen, so. Nice. Das hat man alles schon im Trailer gesehen. Finde ich cool. Let's go! Nice! Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und wir werden hier viel Spaß haben, denke ich. Jede Folge wird ca. 22 Minuten oder so. Passt. Wie eine normale Let's Play-Folge. Halt. Yeah! Da haben wir wieder weitere Punkte. Wir haben 228 Münzen. Nice. Hä? Ah! 1% des Schlosses haben wir fertig. Cool. Hier auf der Baustelle geht es stetig voran. Im Moment hat jeder was zu tun. Kümmere dich um deine Aufträge. Ah, da muss ich mal warten. Ah ja, okay. Dankeschön. Ja. Mhm. Ja, ja. Alles klar. Ich hab's verstanden. Neue Aufträge. Willkommen in 3D World. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Blumen gepflanzt. Und Bäume auch. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von dem linken Stick nach oben auf meine Bäume klettern und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanzen kann man ruhig drauftreten. Das ist nur Unkraut, Jüngelchen. Von der Gärtnerin. Natürlich, können wir machen. Let's go. Lego, Leute. Schön in 60 FPS, HD. Nur so, zum Angeben. Ich bin, glaube ich, einer der Einzigen, die mit... Na gut, obwohl... Spielt ihr eigentlich mit, Steuerkreuz oder mit dem Pad? Mit dem linken Pad. Ich spiele mit Steuerkreuz. Und man hat gerade gesehen, in diesem Stil... Das ist der neue Stil in diesem Spiel. Der ist so cool. Der sieht einfach nice aus. Oh, verdammt. Man kann hier zwar nicht sehr viel machen in dem Stil. Also, es ist sehr limitiert, würde ich damit sagen. Aber trotzdem, das, was man hier machen kann, ist mega cool. Ja. Man kann die Piranha-Pflanze einfach kaputt stampfen. Warum habe ich da jetzt Schaden bekommen? Jetzt kann ich da nicht hochklettern, weil ich keine Katzenglocke habe. Aber ich kann hier hochspringen.
Jetzt bin ich cool. Ja. Jetzt bin ich cool. Lul, 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 lul. Ich brauche eine Katzenglocke, aber die kriege ich nicht, weil ich schlecht bin. Yeah, 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 yeah. La, la, la. Hi-ya! Alright, hui. Katzenglocke, nice, jetzt haben wir sie. Wollen wir nochmal zurück? Na, komm, ist jetzt langweilig, wenn ich zurückgehe, glaube ich. Nö, ich glaube, weggeschmissen wird. Das habe ich auch nicht gesehen. Ah, nein! Ja, dann warten wir kurz. Das sind 30 Münzen wert. 30, Leute, 30! Ja, komm, flieg runter. Und dann zack. Nice. Wenn man einen Schaffer da gemacht, gehen die sofort. Okay, da habe ich die Münzen wieder drin. Eine Katzenglocke. Ah, hier ist das Ziel. Na, 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 na. Juhu! Oh nein. Egal, man kann hochklettern. Yes! Haha. Lull. Du, 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 yeah. Miau. Ja, ich weiß, es ist leicht asynchron, aber ich habe es so gut wie möglich verhindern können, dass es sehr nicht asynchron ist. Ja. Okay, 399 Münzen, das ist eine tolle Anzahl. Und sie sind fertig gebaut, ne? Yes! Hui! Ah, das sieht cool aus. Fundament ist fertig. Juhu! 3% haben wir. Fertig! Yeah! Das Fundament ist fertig! Und es ist noch größer als das alte. Bei dem Anblick bekomme ich fast Herzrasen. Es ist so unberührt und voller Möglichkeiten. Fast wie mein Herz. Dann machen wir uns mal den Bau des eigenen Schlosses. Womit sollen wir anfangen? Nein, mir fehlt eine Münze. Mir fehlt eine Münze. Ärgerlich, ärgerlich. Tut mir leid. Naja, ich weiß. Wenn du fleißig Aufträge erfüllst, werden wir fleißig arbeiten. Wuff, wow, wow. Ihr baut das Ding wieder auf? Dann war ja alles nicht so schlimm. Ich feiere den Hund einfach. Ich mag ihn trotzdem. Hund und Katzen sind beide super. Das Fundament ist fertiggestellt. Aber ich muss dich bitten, die Baustelle nicht zu betreten, sonst kriegen wir Ärger mit der Versicherung. Cool. Das Schloss wird im Handumdrehen wieder stehen. Ah, die sind wieder sehr positiv drüber. Ich bin voll gefressen. Ah ja. Relax ist also auch schön vertreten. Cool. Was? Was? Profi-Tipp. Wenn irgendetwas fertig ist, sprich mit der Bauleiterin. Ja, das weiß ich doch schon. Bruder, sehe was Neues. Okay, die unbarmherzige Wüstensonne. In der Wüste steht uns heute ein wolkenloser Himmel bevor. Es ist mit geradezu aggressivem Sonnenschein zu rechnen. Besucher sollten sich also mit einer dicken Schicht Sonnencreme schützen oder alternativ einen Propellerpilz schnappen und mit R in höhere Sphären ausweichen. Von der Meteorologin. Ja, ich werde viel Spaß da draußen haben. Das denke ich auch. Yeah! Wir werden hier 100% alles machen, Leute. No joke. Oh, oh! Oh, das Level kennen wir alle. Das ist super. Das habe ich schon so oft gesehen. Das ist die Angry Sun. Die sieht hier sehr seltsam aus in diesem Stil. Sehr seltsam. Keine Ahnung, wer auf dieses Design gekommen ist. Der sollte erst nochmal hinterfragen, was er eigentlich gemacht hat in seinem Leben. Das war schlau. Jetzt komme ich an die Münzen nicht dran. Ich komme vielleicht an eine, vielleicht zwei, wenn ich glücke. Ja, super nicht. Wow, das war knapp. Ich darf mich nicht treffen lassen. Diese Dings, Gumbas da, die sind so seltsam. Oh nein, da komme ich nicht ran. Ich bringe mich nochmal kurz um. Völlig vermünzen. Aber ich würde es mal vorne machen. Ich habe ja genug Versuche. Von da ist mir egal. Ich behalte sogar meine Münzen. Das ist ja OP. Come on. Traurig. Ja, aber die Dinger, die habe ich auch in dem Level benutzt. Die sind fies. Die fliegen nämlich so seltsam. Finde ich. Propellerpilz. Gibt es nur in diesem Stil? Keine Ahnung, warum ist die in das Flughörnchen nicht gibt, aber ich finde es tatsächlich sogar besser, ehrlich gesagt, wenn es das Flughörnchen dafür nicht gibt.
Keine Ahnung. So, hier muss man so machen irgendwie. Und dann gibt's da oben. Ne, nein, nein. Mein Wonderpilz. Ich will den Wonderpilz haben. Der ist super. Sorry. Oh, da unten. No, no, nein. Scheiße, bin ich schlecht. Oh, jetzt wird die Folge was überzogen, aber komm, das ist die erste Folge, das ist ja hier noch okay. Jetzt bin ich den... Hör mal, Bruderherz, wenn du es nicht schaffst, dann verwende doch mal ein paar Hilfselemente. Was? Hilfselemente? What? Was? Nein. Nein, du. Lol. Mensch, Luigi, du Hacker, du Cheater, du. Nee, da mach ich nicht mit bei deinen dreckigen Sachen, du. Das ist nicht so meins. Kann ich auf die spinnen? Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Jetzt konzentrieren wir uns ein wenig, ja. Yeah. Ich würde schon immer voraus alles machen, aber ich sollte erstmal warten. Das ist noch auf einfach irgendwie. Na gut, es sind zwei Sterne und nicht einer, aber es ist trotzdem einfach. Das ist trotzdem sehr, sehr einfach. So, jetzt. Drrm, genau so soll man das machen. Den einsammeln da oben. Nice, richtig treffen lassen. Gut. Den am besten killen. Warum hatte ich keinen Jump mehr? Ich glaube, ich werde hier an dem Moment schneiden. So, ich kann hier Sachen bauen. Wenn ich will. Das ist sehr, sehr interessant. Warum kann ich Sachen bauen? Das verwirrt mich gerade irgendwie. Warum kann ich hier Sachen bauen? Ich meine, das ist ein cooles Gimmick und so. Oh, ich habe eine Münze versehen. Das ist doch nicht in Ernst. Aber why? Warum habe ich immer noch... Achso, ich habe immer den One-Up eingesammelt. Hä, ich könnte da eigentlich Leben farmen. Also Münzen farmen, wenn ich sehr, sehr viel Freizeit hätte. Ich meine, es wäre nicht so effizient, aber für den Anfang? Für den Anfang? Ich meine, da könnte ich schon das Teuerste mit 600 Münzen anfangen. Oder nicht? Nice. Und go! Hab ich's? Jetzt habe ich's. Da oben ist noch eine Münze, die sollte ich nur einsammeln. Dann sollte ich den hier versuchen zu killen. Ohne dass ich sterbe. Den lassen. Nice, das wollte ich die ganze Zeit machen. Wo war das jetzt so schwer? Ich werde die Folge wenig schneiden. Zumindest hier in diesem Bereich des Levels, weil das war gerade etwas peinlich. Und das ist etwas zu peinlich für mich. Das will ich euch nicht zeigen. Und am Ende zeige ich es doch, weil ich es vergessen habe oder zu faul bin oder weil ich dachte, ja, ist doch lustig, Roffel-XD. Und das ist schwer. Aber ich hab's. Nice. Und dieses Ziel. Okay, wir haben den größten Gewinn rausgemacht. Cool. Nice. Mario Time. Okay. Das hat doch mal schon mal so super funktioniert. Okay, wir haben 86 Münzen. Damn. Ja, dann fangen wir doch gleich an mit dem teuersten, ne? Oder? Das Hauptgebäude, würde ich sagen, fangen wir an. Ja. Dring. Und bam, da wird schon angefangen zu bauen. 4 Level dauert das. Okay. Rote Traut kümmert sich darum. Jupp. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen von der ersten Folge vom Super Mario Maker Story Mode. Super Mario Maker 2 Story Mode. Tut mir leid, der erste war ja... Ja, nicht so ein krasser Story-Mode. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde mich eine positive Wertung sehr freuen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ja, dann sehen wir uns. Haut rein, schönen Tag noch und bye.